Ein neues Gästezimmer ist ein Traum. Du hast schon großes Glück, dass dir deine Frau dein Heim so schön eingerichtet hat. Ja, Maike hat ein Händchen für sowas. Schicke Karre, sag mal, hat er sich Arme und Beine rasiert? Klar, um den Luftwiderstand zu verringern. Ich sag dir, wenn du dem die Hand gibst, hast du das Gefühl, du fasst einen Toten an. Wer ist denn das? Ralf Dabbeling, Chefarzt. Er fährt jeden Morgen um 6 vor Dienstbeginn die Strecke zum Fuchsturm hoch. Ich frag mich, wie Maike mit so einem Typen unterwegs sein kann. Gönn dir doch den Spaß. Und? Nervös wegen morgen Abend? Wieso? Was habt ihr vor? Hab ich dir doch erzählt. Nee. Was denn? Es gibt neues Wissenschaftsformat. Zirkumpolar, haben uns eingeladen. Morgen Abend 23 Uhr und senden live. Hätte ich mich besser nicht drauf eingelassen. Hast du etwa Angst, dass dein Ansatz keinen Bestand hat? Du, der unangefochtene Wissenschaftler vom CERN? Und ich mit meiner Theorie, die du für Blödsinn hältst? Kommst ins Fernsehen? Mir scheint eher, ich ziehe in den Krieg. Wir selber nehmen die Superposition der Makrowelt natürlich leider nicht wahr. Aber es existiert beispielsweise ein Universum, an dem wir gerade genau hier an dieser Stelle unsere Vorlesung abhalten. Und ein anderes, in dem Kim vielleicht gerade einen Heiratsantrag von Felix bekommt. Deswegen muss man von Parallelwelten ausgehen. Und wenn es nun tatsächlich gelänge, diese auch experimentell nachzuweisen, dann wäre Ihnen der Nobelpreis sicher. Schön, dich zu sehen. Pauli lebt da drin, aber gleichzeitig auch nicht. Ja, du beobachtest nur eine Möglichkeit, die andere gibt's aber auch. Jetzt ist er schon mal weg. Schrödingers Katze ist ja auch nur ein Gedankenexperiment. So, jetzt aber ab in den Wald, oder? Das ist nicht wahr. Nick! Hast du die Polizei gerufen? Die tun Nick noch was an. Nein. Man hat mich beauftragt, Ihnen eine Botschaft zu übermitteln. Nick, geht's dir gut? Einen einzigen Satz. Ich hab gedacht, dass Dinge gleichzeitig möglich und nicht möglich sind. Was passiert? Ich habe das absurde Gefühl, die ganze Situation selbst inszeniert zu haben. Sie haben doch was mit der Entführung meines Sohnes zu tun, oder? Stell dir vor, man könnte Botschaften in die Vergangenheit oder in die Zukunft schicken. Ob das was ändern würde? Ich habe jemanden umgebracht. Aber nicht in dieser Welt.